Leute, heute ist der letzte Tag unserer Summer Celebrations. Und ich sage nur eins, he is back in town, totally brown. Und es ist kein geringerer als unser Pastor René Schubert. Und ich bin so stolz auf ihn, weil er immer uns überall vorangeht. Er ist so mutig. Ohne ihn gäbe es kein einziges ICF in Österreich. Er bahnt immer den Weg, geht voran, hält den Kopf hin für uns. Und er hat wirklich was zu sagen. Deswegen freue ich mich auf seine heutige Message zum Abschluss unserer Summer Celebrations. Also begrüßt ihn mit einem tosenden Applaus zurück auf unserer Bühne. René Schubert. Hallo. Ich finde es immer so lustig, wenn meine Frau mich mit Nachnamen anspricht. René Schubert. Wen meint sie denn? Aha, ich. Es ist so cool, es ist so toll hier zu sein. Es ist auch toll im Urlaub zu sein, aber es ist auch toll wieder hier zu sein. Und braun bin ich. Extra viel geschmiert, aber es hilft nichts. Es dringt immer durch bei mir. Und wir gehen heute aufs Badeschiff und ich habe gehört, dass es Leute gibt, die Angst haben vor kaltem Wasser und Kälte, oder? Ich habe mir es gerade vorher in den Sinn gekommen, dass letztes Jahr am Badeschiff hat mich niemand geschlagen beim Schwimmen. Also, das heißt, es gibt eine Challenge heute am Abend. Wir gehen schwimmen. War heute das letzte Summer Celebration. An alle Männer, wer ist dabei? 1, 2, 3, 4, guter Quinny, 5, der hat eine kaputte Schulter, passt. Gut, also wir gehen schwimmen heute am Badeschiff und wenn ihr das nicht verpassen wollt, kommt ihr das sicher lustig, weil es ist so kalt. Und es freut mich immer, Community, ich liebe ja Community und genau, letzte Woche war sehr cool. Und ich habe ja die letzten Monate ein bisschen beobachtet, so bei den Songs, was für Songs so gesungen werden. Und es gibt ja ein Lied in der Kirchengeschichte, das im Moment gesungen wird. Also eigentlich hat man das Gefühl, es gibt nur mehr ein Lied auf der ganzen Welt. Das ist Reckless Love. Kennt ihr das schon mal gehört? Reckless Love. Oder wir singen es hier, du kennst es sicher. Oder es sind alle überall auf der ganzen Kirche. Überall singt man dieses Lied. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinhört und ein wenig im Englischen bewandert ist, dann merkt man, es geht bei diesem Lied eigentlich immer um dieses eine verlorene Schaf. Und dann singt man ein Lied rauf und runter und rauf und runter und die Leute weinen und brechen in Tränen aus. Wir haben in unserer Small Group mal an einem Abend alle Versionen von Reckless Love gehört und wir hatten das Lied kein zweites Mal wiederholt. Es gibt in alle Versionen und Varianten. Warum ist es so interessant? Um dieses eine verlorene Schaf. Es gibt ja diese Bibelstelle, wo Jesus über dieses verlorene Schaf redet. Und über diese Schafherde, diese 99, ich habe da ein Bild mitgebracht, dass ihr auch wisst, als Stadtmenschen, wie eine Schafherde ausschaut, so würde das dann ausschauen. Und genau, also, das sind Schafe, habe ich schon mal gesehen, aber jetzt habe ich das gesamte Bild. Und dann singen wir dieses Lied und warum berührt das unser Herz so? Warum singe ich das jede Woche und jedes Mal denke ich, ich bin dieses eine Schaf? Und ich möchte ein bisschen in diese Geschichte eintauchen mit euch, was denn Jesus so erzählt hat und warum das so wichtig ist und warum das vielleicht auch auf uns, für unser Leben, zu unserem Leben sprechen soll, kann, muss, wird, weil es sagt einfach so viel aus über unser Herz, aber auch über Gottes Herz und auch Gottes Gedanken über jeden Einzelnen und Gottes Gedanken über unsere Kirche. Ich möchte hier gerade einsteigen. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus eine Geschichte, aber bevor die Geschichte erzählt, war folgende Situation. Und zwar steht hier, es nahten sich ihm aber Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das ist ja die erste Situation. Und zwar sehen wir hier Jesus, der heilige
Jesus heilt Kranke, macht Menschen gesund, er teacht wie kein Zweiter. Er ist ja Jude von seiner Abstammung her und er ist als Gelehrter und bewegt sich in der Elite. Also er war genau derjenige, der immer in der Kirche war und zu den Leuten aus der Kirche auch gepredigt hat. Und er hat den Leuten, den Allergescheitesten aus der Kirche, etwas beigebracht. Und alle haben gestaunt. Ich dachte, wow, so wie der redet, was er alles sagt und so. Das ist, er hat richtig ihren intellektuell aufgeblasen. Und sie waren begeistert von seinen Worten. Und dann plötzlich tritt dieser Mann raus aus der Box, weil damals die Elite, die religiöse Elite, die Menschen in der damaligen Kirche, die haben gesagt, wir sind ein bisschen besser wie die anderen. Und dann gab es noch so, es gibt zwei Randgruppen, man hat gerade alle in eine Box geworfen, eigentlich drei, Sünder, Zöllner, Prostituierte. Mit diesen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Kranke sowieso nicht. Aber dann die Zöllner nehmen uns die Kohle weg, die wollen wir nicht. Und dann so allgemein Sünder, welche wir ja nicht sind, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann geht dieser Rabbi, dieser Teacher, dieser Jesus her und hat plötzlich Gemeinschaft mit diesen Menschen. Einfach die allerletzten. Die allerletzten Zipfel vor der Stadt sind zu ihm gekommen. Er hat sich mit ihnen hingesetzt, hat geteacht, hat sie geliebt, ist bei ihnen nach Hause gegangen, hat Partys gefeiert mit ihnen und hat sie dort abgeholt, wo sie sind. Die sind ihnen begegnet mit Liebe, Barmherzigkeit und Annahme. Und die Elite, die religiöse Elite, die Guten, die Besseren, die da oben sind, haben gesagt, was macht der? Das geht ja überhaupt nicht. Also wie kann der bloß? Jetzt redet er so toll und jetzt haben wir geglaubt, also jetzt steht er auf der Bühne und redet und endlich jemand, jetzt versaut er alles. Jetzt kümmert er sich auch noch um Menschen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wir wollen Intellekt und kein praktisches Leben. Es ist so einfach, so weit unten, so staubig, so dreckig, so normal, so menschlich. Und dann auf diese Anklage antwortet Jesus mit folgender Geschichte. Er sagte aber zu ihnen vom verlorenen Schaf. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Also wir haben hier in dem ersten Bild haben wir hier diese Schafherde und dann ist hier das Schaf, das die Herde verlässt. Das Schaf alleine läuft hier rum und dann kommt der Hirte und nimmt dieses Schaf auf die Schultern und trägt es wieder zurück. Und wenn wir diese Kernaussage anschauen, was Jesus letztendlich meint, dann ist das der Punkt, der uns persönlich betrifft. Jesus gibt uns nie auf. Stell dir das vor. Vielleicht hast du jetzt irgendwie ein intellektuelles, theologisches Feuerwerk erwartet. Aber weißt du, was das Wichtigste ist im Leben zu wissen als Basic? Jesus gibt dich nicht auf. Egal was, wohin, woher, wer du bist. Diese eine Aussage, dass ich mich identifizieren kann mit diesem einen Schaf, das kleine Schaf René, ich arbeite an meiner Wolle. Man hat immer gesagt, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Sehr unfair, oder? Man muss langsam arbeiten. Ich will auch normal sein. Und dann, Gott kümmert sich um dich persönlich. Jetzt muss man ja schauen, jetzt holt sich gerade jemand nicht. Gott,
Gott gibt uns niemals auf. Jesus wirft diese Geschichte in den Raum. Er antwortet auf diese Anklage. Ja, jetzt kümmert er sich um die Bösen. Und er antwortet nicht. Gott gibt niemanden von uns auf. Amen. Wir könnten nach Hause gehen. Mein Tag wäre gerettet. Oder? Worship-Lied rein zur Abwechslung. Reckless Love. Und dann, Gott gibt mich nie auf. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in meinem Leben einen Prozess zu gehen mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken. Und ich weiß, dieser Gott steht zu mir. In diesem Song Reckless Love ist ein Satz, der steht: die überwältigende, nie endende, rücksichtslose Liebe Gottes, sie verfolgt mich, kämpft, bis ich gefunden bin, und er verlässt die 99. Diese rücksichtslose Liebe Gottes. Und da denkst du dir jetzt, ja, 99 Schafe, also rein rechnerisch gesehen, wirtschaftlich, wenn man das anschaut, das eine bringt es ja gar nicht. Wir investieren lieber in die 99 guten, tollen High Potentials, bringen die ein bisschen weiter in der Zeit, in der Zipfel mir da zum Nachrennen, der versteckt sich und so, da könnte ich mich doch um die anderen kümmern und könnte das Imperium erweitern. Wieso macht Gott das? Wieso macht Gott das? Wieso geht Gott Teenagern nach, vielleicht sogar bis in die Disco und weiß Gott wohin, an die schlimmsten Plätze, wo die Eltern nicht mal wissen, wo sie sind? Warum geht Gott dorthin? Warum investiert Gott in Loser? Warum investiert Gott in Menschen, die vielleicht stolz sind, die am Geld kleben, die reich sind, die selbstsicher in ihrem Sofa hängen? Warum geht Gott diesen Menschen nach? Weil Gott das gesamte Bild sieht. Gott sieht nicht nur diesen Moment, sondern Gott schaut ums Eck und Gott sieht dein ganzes Leben, deine Familie, deine Kinder, deine Verwandtschaft. Er weiß, was aus deinem Leben werden wird, und er hat den gesamten Überblick. Kennt ihr Dalli Dalli? Wer kennt das noch? Das sind die Leute mit der Haarfarbe wie ich oder keine mehr. Genau, es gab mal eine Fernsehsendung, und das war immer so, man musste das Bild erkennen, wenn man einen kleinen Ausschnitt sah. Also am Anfang sieht das Bild dann so aus, und denkst, ah, was ist das, gar nichts, oder? Oder das bist du, oder man sieht nichts von deinem Leben, oder? Irgendwie ein bisschen mehr dann, und dann noch ein bisschen mehr. Und was ist denn das? Ein Schaf! Und das ist, so ist es bei Gott auch. Wir sehen dann immer nur diesen kleinen Ausschnitt. Wir sind immer nur den kleinen Ausschnitt im Leben. Immer nur das, was jetzt passiert, was jetzt, die Katastrophe hin und her, das Gold, das Tolle, das Gute, der Erfolg. Aber Gott sieht immer das gesamte Bild. Er sieht dein gesamtes Leben. Du Schaf. Dein Schafleben. Gott hat gesagt, wir sind wie Schafe. Ich weiß nicht, warum er sich die dümmsten Tiere ausgesucht hat, es gibt. Aber Gott sagt, okay, offensichtlich die Menschen aus seiner Perspektive des Universums, aus seiner Perspektive eines ganzen Lebens, sagt er, ja, mit was kann man denn diesen Menschen vergleichen? Und sagt, die Schafe, genau wie die Schafe, oder? Brauchen einen Hirten, wenn niemand aufpasst, rennen sie irgendwo hin. Und wenn man es ihnen die Richtung weist, dann würden sie einfach über eine Klippe rennen, ungebremst. Schafe, die rennen auf einen Abgrund zu, wenn man ihnen jetzt sagt, stehen bleiben, rennen die einfach runter. So hat Gott uns verglichen. Kann sich mal selber beschweren. Genau, ich habe 3 Punkte hier raus. Punkt Nummer 1 ist, bleib beim Hirten. Gott wird uns niemals aufgeben, und die Idee Gottes war immer, dass wir beim Hirten bleiben. Der gute Hirte ist Jesus, und da steht in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Jesus ist der gute Hirte, und er hat sein Leben gegeben für seine Schafe. Und das ist so diese Basics,
dass wir glauben müssen, dass wir einem guten Hirten folgen und Gott vertrauen können, egal was passiert. Unsere Herausforderung ist immer, dass wir beim Hirten bleiben, dass wir bei Jesus bleiben. Weil Jesus redet hier in dieser Geschichte vom verlorenen Schaf über diesen Wolf. Und ich habe ein Bild mitgebracht vom Wolf, so ein böses Bild, Wolf und Schaf. Ist ja furchtbar, das um die Uhrzeit. Gell, da denkst du dir, wer muss das jetzt sein? Es war so schön mit dem Schaf und mit der Herde und der Hirte und Wolle und alles. Aber dann bringt Jesus hier rein und sagt, der Wolf kommt und will tatsächlich, dass das Schafe aufgefressen werden. Und zwar dieses Konzept vom Wolf, dann nimmt Jesus dieses Bild, weil er sagt, okay, wenn wir jetzt reden von einer Schafherde, dann gibt es auch dieses Konzept vom Wolf. Und zwar, es ist ja interessant, wenn wir jetzt vom kirchlichen Kontext reden, wenn wir davon reden, dass Menschen an diesen Jesus glauben, dann passiert es immer wieder über die letzten 25 Jahre, dass Menschen, die an Jesus glauben, plötzlich Probleme bekommen, Spannungen erleben oder vielleicht sogar in massivste Probleme bekommen. Und wir haben das erlebt, so auch so am Beachcamp, dieses Konzept von der Herde oder dieses Konzept vom Raubtier. Weißt du, was ein Raubtier macht? Ein Raubtier sucht das Schwache einer Herde. Ein Raubtier greift nie die Herde an, der Wolf greift nicht die Herde an, sondern das Raubtier greift das Schwache an in der Herde. Er sucht das Kranke, das Verletzte oder das Neugeborene. Wir hatten am Sonntag Taufen und diese Taufen am Sonntag, Donnerstag, also im Beachcamp taufen. Und es war ein ganz interessanter Tag. Wir hatten am Morgen einen Taufworkshop und wir hatten eine Anmeldung zur Taufe, ja, zwei. Und dann im Laufe des Tages habe ich gemerkt, Spannungen. Es waren 16 Leute im Taufworkshop und einige gesagt, sie wollen sich das überlegen. Und ich merkte, Spannungen, oder? Und dann denke ich mir innerlich, dann habe ich mit der Ilana gestritten. Das ist immer das Beste, oder? Dann merke ich mir, jetzt streiten wir. Es passiert irgendwas vor der Celebration. Ich habe richtig gemerkt, so die geistliche Welt, es hat sich etwas verändert in meinem Inneren. Ich war auf so einem Ferienmodus, ein bisschen predigen, das kann ich immer wieder mal. Und dann dachte ich mir, ah, was passiert jetzt, Taufcelebration und so. Dann habe ich gedacht, am Nachmittag ein bisschen Volleyball spielen, haben Volleyball gespielt. Und dann mit meinem Ich als Leichtgewicht habe mir meinen Knöchel verstaucht. Und ich bin so über mit meinen ganzen 85 Kilo über meinen Knöchel drüber gerollt. Es hat einen Knall gemacht, der Schmerz ist eingefahren. Und mein erster Gedanke war, ich kann nicht predigen und werde nicht taufen. Und dachte ich, was muss das jetzt sein? Und dann dachte ich mir, nein, ich werde das jetzt niedertapen und werde mich nicht abhalten lassen, auf gar keinen Fall. Wir haben immer noch gestritten und dann sind wir hingegangen, Taufe, Predigt, super Predigt, wie halt immer von mir. Und für die mich nicht kennen, das ist Spaß, gell? Für die mich kennen, die wissen ja meins ernst, gell? Genau. Und dann haben sich 8 Leute angemeldet zur Taufe. Und dann haben wir Geschichten gehört, wie Menschenleben verändert wurden. Und ich dachte, ein junger Mann ist auf der Bühne gestanden und hat gesagt, ich muss unbedingt meine Geschichte erzählen. 19 Jahre alt, hat alles erzählt, was er gemacht hat. Einfach so. Und dann geweint und wir haben Familien haben sich gegenseitig getauft, Ehepaare. Und es war wirklich spektakulär, weil du gemerkt hast, plötzlich, Gott ist Realität. Das, was Jesus gesagt hat, ist Menschen eingefallen und Menschenleben wurden berührt und verändert. Der junge Mann, es war quasi so wie seine Neugeburt. Er hat gesagt, hey, ich muss mein Leben verändern, ich habe so viel Scheiße am Hals. Am nächsten Tag Frühsport, sie sporteln, eine Viertelstunde später bricht er zusammen, die Leber kollabiert, Notarzt angerufen, ein massivster Angriff auf sein Leben. Und du hast gemerkt, hey, das könnte jetzt sein, dass der hier stirbt, weil er eine Vorgeschichte hatte und die plötzlich aktiviert wurde. Und dann ist mir so bewusst geworden, das ist typisch.
das Schwache und Neugeborene, der Wolf will Menschen, sobald sie mit Jesus in Kontakt kommen, wieder wegbringen. Ich möchte dir jetzt keine Angst machen hier, aber ich glaube, das sind Realitäten, die es dann tatsächlich auch gibt. Die Geschichte vom verlorenen Schaf beinhaltet auch eine knallharte Lebensrealität. In 1. Petrus 5, Vers 8 sagt der Schreiber dort, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Bleibe bei der Herde. Wenn Jesus über diese 99 Schafe, 99 plus 1 redet, dann redet er davon, dieses Konzept, bleibe bei der Herde, weil wenn du dich von der Herde trennst, dann bist du angreifbar. Und die Herde wird ineffektiv, wenn sie nicht zusammenbleibt. Wenn der Teufel, ich möchte jetzt nicht irgendwie da noch mehr über den Teufel reden, aber wenn der Teufel es nicht schafft, dich von Jesus wegzubringen, dann wird er dich mit allem, was er hat, ablenken, damit du nicht effektiv bleibst, nicht effektiv wirst. Oder er wird sogar dir das Leben mit Gott vorstellen als eine Freizeitbeschäftigung. Die ersten Christen wussten, also die Schreiber des Neuen Testaments, die wussten, aha, wenn ich mit Gott lebe, dann ist es keine Freizeitbeschäftigung, sondern es wird mich Haut und Haare kosten und wir müssen zusammenbleiben. Ich höre ja immer wieder ganz viele verschiedene Ausreden, warum ich am Sonntag nicht in die Kirche kommen kann. Also ich rede jetzt nicht von einem normalen Urlaub, aber wenn du dich nicht disziplinierst, um bei deiner Herde in der Kirche oder in der Small Group zu bleiben, ob es jetzt ICF heißt oder irgendwie anders, welche Kirche ist egal, Hauptsache du gehst in einer Kirche, aber wenn du nicht dich disziplinierst, in deine Kirche zu gehen und dort zu bleiben, wird deine Kirche ineffektiv und du wirst abgelenkt sein von allem Möglichen. Frust, Enttäuschungen in Beziehungen, Konflikte können Abstand zu deiner Herde verursachen. Dass du einfach frustriert bist und sagst, ich brauche die alle nicht mehr. Gehen mir alle auf die Nerven. Und in meiner Small Group, in meinem Team und der Pastor und irgendwas passt ja nie. Irgendwer ist immer schuld oder es gibt immer irgendeinen Grund, um nicht in die Kirche zu gehen. In Hebräer 10, Vers 25 steht, und lasst uns unsere Zusammenkünfte, das klingt so ein komisches Wort, nicht versäumen, wie einige es tun, das gibt es tatsächlich, sondern ermutigt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Wenn Jesus von diesem Herdenkonzept redet, redet er von der Kirche und er sagt, hey, untereinander, schaut, dass ihr stark bleibt. Schaut, dass nicht irgendjemand verloren geht unterwegs. Weißt du, was ich sehr traurig finde? In der Kirche, dass Menschen in die Kirche kommen können und aus der Kirche verschwinden können und niemand es merkt. Und alle haben das Gefühl, es wird schon irgendjemand schauen. Der Pastor, der Thorsten, die Ilana, der Josh, es gibt ja ganz viele tolle Leute, die kümmern sich dann schon, die werden dann schon mal nachfragen. Und Menschen kommen rein, verschwinden, haben eine Not und tauchen gar nicht mehr auf. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sein können, eine Herde, die merkt, wenn jemand nicht da ist. In deiner Community hast du Schutz. In der Herde wachsen wir lernen voneinander. Wir erleben gemeinsam Erfolge und gehen durch Misserfolge. In der Herde sind wir sichtbar. Weißt du, warum Gott will, dass wir zusammenkommen als Kirche, dass wir uns immer wieder treffen als Kirche am Sonntag feiern? Weil er dadurch sichtbar wird. Im Alten Testament hast du ein Konzept von Israel. Das Volk Israel, Gott wurde sichtbar im Volk Israel auf dieser Welt.
seit Jesus gestorben und auferstanden ist, ist Gott sichtbar auf dieser Welt, in dieser Kirche. Du denkst, ja, ich gehe schon in den Gottesdienst und so, und das schaffe ich auch noch. Und da profitiere ich dann und dann bin ich wieder fit und gestärkt. Stimmt alles. Aber Gott möchte durch uns hier als Community sichtbar werden auf dieser Welt. Jesus hat gesagt, wenn die Leute sich treffen, wenn wir zusammen worshipen, feiern, an der Bar was trinken, nett miteinander sind, einander kennenlernen, in der Small Group oder in deinem Team oder auch hier, dann sagt Jesus, dort bin ich sichtbar. Bei ihnen siehst du ja nicht. Steht ja nirgends. Gott wird sichtbar durch die Kirche und deshalb glaube ich, es ist wichtig, dass wir uns das wieder einsagen selber, uns selber verraten, dass wir uns sagen, hey, ich muss dabei sein, damit Gott sichtbar wird hier in dieser Stadt. Und der letzte Punkt ist, kämpfe um deine Herde. In Einheit ist Unmögliches möglich. Also wir träumen von dieser Kirche, die einfach etwas bewegen kann. Ich wünsche mir, dass Kirche ein Ort wird, der richtig abgeht jeden Sonntag. Dass die ganze Stadt Wien eines Tages aufs ICF Wien schaut und sagt, wow, so tolle Menschen hier. Und hunderte und tausende Menschen kommen an die geilste Location und feiern Gott zusammen. Und ich wünsche mir, dass es eines Tages ein Ort wird, wo du in der Stadt Wien nicht mehr vorbeikommst, ohne diese Kirche zu kennen. Das wäre doch toll, oder? Wenn Gott sichtbar wird und Kirche relevant ist in dieser Stadt, in einer Dimension, die wir noch nie gesehen haben. Und in Einheit ist nichts unmöglich. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus sagt, ich gehe zu dem einen und die 99 kann man ja alleine lassen? Hast du dich schon mal das gefragt? Das ist ja unfair, oder? Nur weil der Scheiße baut, muss ich alleine sein. Jesus vertraut der Herde. Jesus vertraut seiner Kirche und sagt, okay, die sind eine Einheit, die sind stark und die werden aufeinander schauen. Der vertraut der Herde und sagt, hey, in dieser Gemeinschaft, in dieser Community ist extrem viel Power. Und deshalb glaube ich, wir müssen lernen, auch als Kirche zu denken. Wir müssen lernen, als Miteinander zu denken. Wir müssen lernen, dass ich nicht alleine bin in der Kirche und dass es vielleicht viele Menschen gibt, die ganz tolle Sachen machen können, die ich noch gar nicht kenne. Möchtest du mal nach rechts und nach links schauen, ob du alle kennst? Genau, vielleicht gibt es ja Menschen hier, dreh dich mal um. Ja, das kann sich trauen oder da beißt keiner. Vielleicht gibt es Leute hier, da kennst du noch gar nicht. Du könntest ja nachher auf diese Leute zugehen und sagen, hey Mann, bist du schon Teil der Herde? Welchen Teil der Herde deckst du ab? Kenn dich nicht. Oder weil das ist so wichtig. Und ich erlebe das immer wieder, Leute gehen in eine Kirche, weil es sind ja überschaubare Menge mit 200 Leuten, die kann man ja kennenlernen. An einem Beachcamp, es gibt so viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Und wenn ich Menschen kennenlerne und wenn ich Menschen in die Augen schaue, dann denke ich mir immer, Gott ist großartig, alle sind anders. Und das inspiriert mein Leben endlos und hilft mir auch, manche Dinge im richtigen Licht zu sehen. In 1. Korinther 1, Vers 10 steht, liebe Brüder, ich bitte euch, im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Und wenn dieser Apostel, wer das geschrieben hat, der hat es wirklich gesagt, ich bitte euch, reißt euch zusammen. Er hat es natürlich in eine schwierige Situation geschrieben, wo die Menschen miteinander gestritten haben. Und ich spreche das jetzt rein in eine optimale Situation. ICF Wien, sowieso schon ein Herz und eine Seele. Und da, was la? Das gibt's, stimmt, oder? Stimmt. In meiner Vorstellung. Und dann sagt er, hey, lasst uns dieses noch mehr Leben, noch mehr Leute kennenlernen und wirklich diese Herde sein,
die so attraktiv ist, dass du das Maximum dazu beiträgst, zu dieser attraktiven Herde, dass niemand weggehen will, niemand Gott verlassen will, weil er die Herde kennt, dass niemand irgendwie nur in Probleme kommt, ohne dass es irgendjemand merkt. Als Summer Celebration, so im Sommer denkt man über so Dinge nach und dann denkt man so, ich wünsche mir diesen Ort, ich erlebe es hier zum Großteil, aber ich denke mir, jeder von uns kann zulegen und sagen, hey, ich möchte alles dazu beitragen, dass wir ein Ort werden oder ein Ort sind, wo Menschen Gott kennenlernen können, ihre Lebensbestimmung aufblühen können und lernen und wissen, dass es diesen einen Gott gibt, der sie nicht im Stich lässt. Wenn ich etwas gelernt habe in Kirche in den letzten 25 Jahren, dann ist es dieser Gedanke, dass Gott mich nicht verlässt, egal wo ich bin. Weil irgendwann kommt die Situation, da bin ich alleine, da muss ich das genau wissen. Ich hoffe, dass ich dann viele Freunde habe, aber ich muss wissen, dass Gott mich nicht verlässt. In Römer 8, Vers 38 bis 39 steht, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Unsichtbares, Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Das ist das Zentrum, was dich durchträgt im Leben, wenn du das weißt, glaubst und immer wieder selber erlebst. Und das wünsche ich mir, dass du das erleben kannst, von ganzem Herzen. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns allen aufzustehen und dass wir jetzt dieses Lied nochmal singen, Reckless Love, und ganz bewusst, dass du an deinem Platz dir der Liebe Gottes für dein Leben nochmals bewusst wirst, dass du vielleicht den einen oder anderen siehst vor Augen, wo du merkst, hey, dieser Mensch braucht die Liebe Gottes und für ihn betest. Aber vielleicht bist du auch derjenige, der noch nie diesen Jesus kennengelernt hat. Und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Jesus hat sein Leben dir gegeben, damit du zu ihm zurückkommst. Und vielleicht bist du der Mensch, der davongelaufen ist. Du bist physisch anwesend, aber innerlich hast du Jesus verlassen. Du hast keine Beziehung mehr zu ihm. Und in diesem nächsten Lied möchte ich dir die Chance geben, dass du wirklich zu Jesus und seiner Liebe zurückkehrst. Du kannst ihm innerlich ein Zeichen geben, kannst die Hand heben im Song, kannst machen, was du willst, aber gib Gott ein Zeichen und sag, Gott, hier bin ich. Und ich möchte gern mit uns allen noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe endlos ist, dass deine Liebe rücksichtslos ist und dass du uns jedem Einzelnen nachgehst. Und ich danke dir für diese Zeit auch, die wir immer wieder erleben dürfen, dass du uns einfach mit deiner Gegenwart berührst. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem Einzelnen dort nachgehst. Wenn du heute hier bist, dass du sagst, ich bin nicht zurückgekommen zu Gott, dann heb einfach deine Hand und sagst, aber heute will ich zurückkommen. Wenn du das erste Mal zu Gott kommen willst, dann sag einfach, Jesus, bitte komm in mein Leben und zeig mir deine Liebe. Und vielleicht bist du einfach hier und sagst, ich möchte kämpfen für Einheit in meiner Herde, in meiner Kirche. Ich möchte alles geben, dass dieser Ort ein Ort wird, wo Liebe sichtbar wird, wo Gott sichtbar wird und wo Menschen zum Glauben kommen können und wachsen können. Und wenn du heute hier bist und merkst, ich möchte nicht nur singen, ich möchte auch, dass jemand für mich betet. Wir haben hinten das Face-to-Face-Team. Du kannst gerne nach hinten gehen, da wo das Kreuz aufgestellt ist. Das sind ganz nette Menschen, die würden gerne für dich beten. Und lass uns einfach jetzt diesen nächsten Song singen für unseren Gott, aber mit dem Bewusstsein, dass er uns liebt. Amen.